Stefan Niemke ist der erfolgreichste deutsche Bahnradsportler seit Ende der 90er Jahre. Gerade fuhr er im australischen Melbourne zu seinem vierten Weltmeistertitel im 1000 Meter Zeitfahren. Grund genug für Sponsoren und die sportbegeisterte Oberbürgermeisterin Angelika Gramko, den Schweriner Bahnradprofi und seinen Trainer Roland Grimm im Stadthaus zu empfangen. Mit Sekt, Schnittchen und kleinen Geschenken freuten sich die Anwesenden mit Niemke und blickten erwartungsfroh in die nahe Zukunft. Denn auch bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer in London will Stefan Niemke weitere Titel erradeln und sich somit für eine weitere kleine Party im Schweriner Stadthaus empfehlen.